Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Valheim. Ja, ich habe so ein bisschen was erkundet, wobei das sieht gar nicht. Ja, doch, man sieht es so ein bisschen hier unten. Habe mich hier so ein bisschen umgeschaut. Habe hier noch so eine weitere Höhle gefunden, wie wir, ja, ich weiß gar nicht, irgendwo hier oder so auch schon hatten. Bin aber noch nicht reingegangen. Weil ich das dann doch ganz gerne im Video machen wollte. Aber heute soll es erstmal so ein bisschen mehr ums Craften gehen, weil ich war auch aktiv, um einfach ein paar Sachen zu sammeln. Und das zeige ich euch doch mal. Das meiste von dem, was wir haben, ist draußen. Aber so ein bisschen was ist doch. Hier sind Trophäen. Ich habe jetzt mittlerweile eine Troll-Trophäe. Ich habe auch zwei weitere Trolle besiegt. Mittlerweile klappt das recht einfach. Ich habe den letzten sogar mit einfachen Holzpfeilen besiegt. Also so ein bisschen Übung hilft da dann doch schon. hier ist Essen in der Kiste, nichts Spannendes. Hier ist eine Silberhalskette, die lag in irgendeiner Truhe, wobei das war vielleicht auch im letzten Video. Wir haben einen weiteren uralten Samen, den gab es aber diesmal von einem Feind, nicht vom Portal oder so. Hier ist alte Ausrüstung drin und ein paar Feuerpfeile habe ich hier gefunden und Feuersteinpfeile, die habe ich hier aber da gelassen. Nichts Spannendes, Disteln, Harz und so weiter. Kennt ihr alles? Ein bisschen interessanter wird es jetzt hier draußen, weil hier wird schon kräftig bearbeitet. Ich packe das Ding mal wieder voll mit Kohle. Mehr haben wir nicht, okay. Hier haben wir mittlerweile noch ein bisschen mehr Zinn und wir gehen einfach mal die Kisten der Reihe nach durch. Hier ist jetzt Holz drin und ihr seht schon, ich habe auch ein paar Feuersteine gesammelt. Und zwar hier in diesem Bereich. Ich bin hier einmal die Küste entlang und ich bin einmal hier unten entlang. Genau, deswegen habe ich auch dieses weitere Gebiet mit dem Schwarzwald gefunden und habe die ganzen Feuersteine hier hingebracht. Also da können wir jetzt auch ein bisschen was mitmachen, wenn wir wollen. Edelholz habe ich immer noch nicht gefunden, also bin ich genauso wenig schlau wie vorher. Und aus dem Trollleder können wir natürlich auch was machen. Hier in der zweiten Kiste ist alles mögliche an Loot, was ich so gefunden habe. Also wir haben wieder ein paar Federn, wir haben einen ganzen Schwung Knochenfragmente, wobei die kamen ja aus dem Cave auch zum Großteil. Ja, ein bisschen Lederreste, ein bisschen Hirschfell, also was. Und hier sind jetzt schon Metalle drin, die ich umgewandelt habe. Beziehungsweise auch noch einiges Zinnerz, das noch nicht umgewandelt ist. Ich habe auch schon neben dem Zinnerz hier Kupfer umgewandelt. Das geht ja alles in dem Ofen und habe auch schon die erste Bronzebarren hergestellt. Und das soll dann gleich so ein bisschen Thema werden, dass wir da noch ein bisschen mehr bauen. So, wie sieht's hier aus? Oh, da können wir schon wieder nachlegen. Ja, nehmen wir einfach erstmal alles. So, wir können ja den Rest wieder zurücklegen. So, die behalten wir mal. Das kommt wieder raus. Ne, machen wir es. So, ich muss so ein bisschen... Oh, das ist zu viel. Ja, komm, nehmen wir die 9. Wobei wir brauchen, glaube ich, 10. So, dann brauchen wir Kupfer. Wir tragen zu viel. Ja, wir müssen ja nicht weit, sondern nur hier bis zur Schmiede. Und jetzt können wir das umwandeln in 5 Bronze. Dafür brauchen wir 10 Kupfer und 5 mal Zinn. Dann hätte es auch die Hälfte getan. So, und jetzt haben wir da die 5 Bronzebarren. Plus, ich hole jetzt mal, das legen wir zurück. Ich hole mal die raus, die wir hier schon haben. Und dann schauen wir uns mal so ein bisschen um, was wir machen können. Eine Sache, die ich auf jeden Fall herstellen möchte, ist eine Bronze-Axt, weil wir haben jetzt noch die Feuerstein-Axt. Ich glaube, dass die ein bisschen mehr kann. Dafür brauchen wir noch Holz und Lederreste. Lederreste haben wir hier. Ich hole mir das einfach mal stackweise raus, weil ich will jetzt ein bisschen mehr craften. Du trägst zu viel, ja. Könnten vielleicht auch mal eben erst was essen. So. So, ich wollte eine Bronze-Axt herstellen. Also machen wir mal als erstes. Und die tauschen wir dann auch aus. Die Feuersteinaxt legen wir weg. So, was haben wir hier denn noch? Wir haben einen bronzenen Streitkolben, ein Bronzeschwert, Bronze
Gier? Keine Ahnung, das wird sicherlich anders ausgesprochen. Ich weiß es nicht, wie. Das Werkzeug eines wahren Kriegers. Okay, klingt ganz interessant, aber da hätten wir kein Bronze mehr. Ich will mich ja noch ein bisschen umschauen. Rüstung brauchen wir noch. Bauen wir noch keine neuen Bronzepfeile. Die sind bestimmt auch sehr stark. Einen Pflug. Ah, dafür brauchen wir Kernholz, okay. Aber müssten wir doch haben, Kernholz, oder? Bauen wir das mal. Ja, klar haben wir Kernholz. Jetzt fängt es auch an zu regnen, das ist super. Ja, einen Flug können wir herstellen. Dann machen wir das doch mal. So. Oh, Flug kultivieren. Oh, das geht immer so schnell. Tannenschiffe. Ach, das heißt, wir können jetzt Felder anlegen. Ja, logisch, mit einem Flug. Macht ja Sinn. Oh, wie cool. So, ein Kupfermesser. Okay. Bronzener Faustschild. Das ist ja auch. Aber es braucht 10 Bronze. Aber das ist natürlich was, was richtig cool ist. Aber wir können jetzt noch Bronzenägel herstellen. Wir haben noch 3 Stück. Ja, machen wir das doch mal. Bronzenägel Card. Ach, das geht immer so schnell. Was war das jetzt? Da ist nichts Neues dazugekommen, oder? Vielleicht muss man das einmal neu öffnen. Nee. Das sind die Sachen, die wir vorher auch hatten. Reparieren wir mal durch. So, was war das jetzt? Nichts von den Sachen hier scheint mir neu zu sein. Ach so, vielleicht ist das mit dem Bauhammer natürlich. Das hatten wir alles, das hatten wir alles. Ach, das ist so ein Schubkarren mit dem. Oh. Das habe ich schon mal gesehen, wie das jemand benutzt hat. Ah, wie cool. Ja, so ein Ding baue ich mir auf jeden Fall. Jo, okay. Sehr cool. So, was gibt's denn noch hier? Floß hatten wir schon, eine Karre. Ach, das ist ein. Ah. Ui. Oh, 80 Stück, okay. Harz hätten wir, Hirschfell hätten wir, Edelholz haben wir auch nicht, aber wie cool. Okay, aber es waren, glaube ich, 3 Sachen, die wir machen können, ne? Ich stelle mich mal ins Trocken, ne? Das hatten wir schon. Hatten wir die Dechse schon? Aber wir haben sowieso kein Edelholz. Schmiede. Ambosse. Den hatten wir doch schon, ja. Oder? Ne, hatten wir nicht. Bei Bronze, wir könnten das sogar herstellen. Warum geht's denn da nicht? Da wohl. Ja. Probieren wir dann aus. Soll es hier sonst noch was? Nein, nee. Was braucht denn der Fermentierer? 5 Bronze und 30 Edelholz. Okay, das haben wir alles. Sorry. Hier noch irgendwas Neues? Das hatten wir alles. Wandleuchter, okay. Ein Objektständer. Okay, also so ein bisschen was Neues gibt es auf jeden Fall. Ich bin ja hiervon. Boah. Okay. Und. Soll das denn vor. Ah. Ah, und so ziehen wir den dann. Ja, wie cool. Okay, dann weiß ich, wenn ich das nächste Mal Material hole oder so. Dass ich den mitnehme. Sehr, sehr, sehr cool. So, jetzt will ich erstmal hier ins Trockene. Achso. Bevor wir ins Trockene gehen, erstmal
die Sachen ablegen. Also wir haben hier Holz, das kann wieder weg. Die Bronzebarren kommen weg. Was ist das? Ach, das waren die Nägel. Die packe ich hier mal auch mit rein. Lederreste und hier ist noch mehr Holz. Wobei. Wir können ja den hier nochmal vollpacken. Und hatte ich nicht auch noch Kohle? Ja, nee, das sind Steine. Okay. Ja, da muss ich auf jeden Fall nochmal mehr Holz. Holz besorgen. Aber wir haben doch jetzt hier eine neue Axt. Mit dem wollte ich ja stehen lassen. Und das sind die Birken, die gehen nicht, ne? Hiermit müsste es ja jetzt eigentlich auch ein bisschen schneller gehen. Moment, wir haben ja jetzt eine neue Axt. Okay, das geht definitiv schneller. Hat schon ein bisschen Schlagseite gerade bekommen, ne? Das war wahrscheinlich vom Sturm. Ein Buchen. Achso, wir haben ja jetzt auch die neuen Dings noch. Gibt zu viel zum Ausprobieren eigentlich, aber ich will das jetzt nicht alles bei dem Regen machen. Naja, guck mal, wir machen jetzt über 20 Schaden mit einem Schlag, an dem teilweise auch unter 20. Sehr cool. Oh. Den haben wir noch nebenbei mit platt gemacht. Also das Ding funktioniert schon ganz anders. Vielleicht können wir ja hiermit jetzt auch die... Das geht tatsächlich. Okay. Na gut, das wird wahrscheinlich keinen großen positiven Effekt haben, aber wenn mir mal eine im Weg steht, kann ich so weghauen. Den, der nicht rollt. Besser ist das. So. Hä, wir haben jetzt gerade Edelholz bekommen. Hm? Ach, dann gibt's von den... Ah, dann lohnt sich das ja doch, die Birken zu fällen. Hier steht noch einer. Wollen wir direkt mal ausprobieren, ob das daher kommt. Aber muss ja schon fast, ne? Es gab jetzt nur normales Holz. Tatsächlich Edelholz. Ja, wie cool. Das Rätsel ist gelöst. Wo ist denn jetzt der Achter? Wie cool. Ich, oh, Mensch, ein Traum. Jetzt bin ich gerade die ganzen Rezepte durchgegangen und habe mir überhaupt nicht gemerkt, wofür man Edelholz brauchte. Weil ich dachte, das kann ich sowieso noch nicht kriegen. So schnell kann sich das Blatt wenden.
Oh, da ist. Mittlerweile trainiere ich meinen unbewaffnet an den Schweinen ganz gerne. So, wo ist Nummer 2? Ja. Wer weiß, wofür das mal gut ist. Jeder Reste kann man nie genug haben. Glaube ich. Da habe ich auf euch gehört, den sammle ich mittlerweile. Oh, da sind 4 Stück drin. Das ist, glaube ich, auch das Höchste, was in einem drin sein kann, 4 Stück. Also zumindest habe ich noch nie mehr rausbekommen. Warum ist denn der? Der ist fast immer leer. Vielleicht müssen wir den mal... umpositionieren. Nach... Ja. Besser nicht ganz so hoch, sonst kommen wir nämlich an den Honig nicht ran. Probieren wir mal aus, ob es da ein bisschen besser klappt. So, gehen wir mal ausleeren. Ja, jetzt hört es auf zu regnen, ne? Ich bin gerade reingegangen. Kochen werden wir später. Buchensamen, die kommen da oben mit rein. Auch der Rest kommt alles nach draußen, beziehungsweise die Waffe kommt hier noch mit rein. Und den packe ich mal dahin. Davon brauche ich ja nicht 2 Stück direkt. Bevor ich das Holz wegpacke, kann ich ja besser den nochmal voll knallen, weil Kohle ist immer so ein bisschen, ne, knapp bei mir. So, so. Da haben wir schon wieder 20 Edelholz, da kann man sicher was mit ausfressen. Übrigens die 10 Trollleder, ich weiß gar nicht, ob ich euch die gerade gezeigt habe. Da könnten wir natürlich nochmal was Cooles mitmachen. Aber ich würde jetzt ganz gerne nochmal eben das Ding hier ausprobieren. Vielleicht nicht so ganz große Entfernung zum Haus. Okay. So. Was gibt's denn jetzt hier? Ich kann es kultivieren, ich kann Gras einpflanzen. Karotte. Tannenschüssling, Kiefer, Buche. Ich immer ganz gerne Karotten anpflanzen, die muss ich nur erst holen. Da. 36 Stück. Ups. Ich habe das Gefühl, ich übertreibe das ein bisschen, aber... Ah, das kostet auch jedes Mal Ausdauer, okay. Wie viel haben wir noch? 6 Stück machen wir auch noch. Okay. Ja, wir haben uns ein kleines Feld hier angelegt. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ob man da irgendwas beachten muss oder so. Ja, dann haben wir jetzt aber eigentlich schon ziemlich viel wieder gesehen. Ich würde da mal sagen, ich gehe noch ein bisschen was Materialien sammeln. Dann schauen wir mal,
was wir sonst noch so bauen können. Sind ja so ein paar Sachen. Das Ding hier würde ich ganz gerne nochmal bauen. Ein Schild auf jeden Fall. Da. Ja, Rüstung, nee. Ja, also wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen was. Und ich glaube, wir hatten ja dann auch hier noch verschiedene Sachen, die auf jeden Fall sehr interessant sind. Die Bronze brauchen zum Beispiel hier den Fermentierer. Gut, ja, ich gehe ein bisschen farmen und so, dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Silber, ne? Wie ihr seht, ich ziehe so einen vollen Karren hinter mir her. Ich zeige euch gleich auch, was alles Schönes drin ist. Aber ich musste mich leider auf den Rückweg machen, weil man sieht es oben, die 5 blinkt rot. Die 6, nee, die 6 nicht, sondern das, was ursprünglich mal die 6 war. Nämlich hier, die zweite ist auch kaputt. Das Ding ist fast Schrott, also es wurde tatsächlich Zeit, dass wir uns auf den Rückweg machen. Ich repariere schon mal alles durch, dass ich das nicht vergessen kann. Was ist mit... Achso, die müssen wir hier reparieren, ne? Okay, gut. So, was haben wir denn alles? Oh, wir können erstmal hier die Sachen einsammeln. Kohle packen wir hier direkt wieder. Stopp, wir haben ja noch mehr. Ne, haben wir nicht. da wieder rein. Die Barren, die fertigen, kommen hier rein. Ihr seht schon, ne? Es ist nicht weniger geworden. Zuerst... Ja, das sind die Sachen, die ich im Inventar habe. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, weil ich habe eben das meiste hier reingepackt und da sieht man schon, ne? Es gab einen weiteren Trollkampf. Hier sind nochmal 5 Trollleder. So ein bisschen was Bronze. Nicht Bronze, Kupfer. ein paar Augen, die können wir wegpacken. Einen ganzen Schwung Harz und Steine und jede Menge Holz. Ja, so, ich fange mal an hier aufzuräumen. Dafür haben wir gar keinen Platz mehr. Also wir müssen tatsächlich noch mehr Kisten haben. So, machen wir das doch mal hier. So. Dann... Achso, dafür brauchen wir mehr Holz, ne? Holen wir uns nochmal einen Stack. Dann machen wir das Ganze nochmal. Und weg. Gut, so, dann teilen wir hier ein bisschen mehr auf, nämlich... ein volles Inventar. Ich packe die ganzen Augen plus den Harz da oben rein. Ja. Quatsch, das sind Münzen. Die wollte ich haben. Dann haben wir hier unten bislang Holz und das lassen wir auch so, aber wir holen die Steine hier raus. Und packen die nach oben. Oh. So, da das sicherlich irgendjemand triggert, dass ich das so komisch sortiere, machen wir das mal so. So, hier unten bleibt dann Holz drin. Plus das Leder, aber das werde ich gleich sowieso verkraften. Kann man das nicht? Nein, geht tatsächlich. Nur so umständlich, ne? Oh ja, wir sind hoffnungslos überladen. Ach, der erste Schwung kommt da rein. So, dann haben wir hier noch Steine. Sind wir zwar mehr als hoffnungslos überladen, aber den einen Gang hierher, den schaffen wir. Doch, Steine. Okay.
Dann würde ich das so aufteilen, dass ich die fertigen Waren hier rausnehme. Und die oben reinpacke. Also Zinn haben wir erstmal reichlich. Und wir haben ja hier noch mehr Zinnerz. Ich würde mal sagen, wir packen hier jetzt erstmal... Oh. Überladen. Achso, dann nehmen wir nichts mehr auf. Ja klar. Erstmal was weglegen. So, und dann... aber. Kommt der Rest da wieder mit rein. So, jetzt müssen wir ins Haus noch den Rest weglegen. Da haben wir schon alles raus. Ne, die wollen wir gleich verkraften. Trophäen haben wir hier. Ja. Heute Troll-Trophäe. Einmal das. Ein paar Grauzwergen. Das ist noch ein Zapf. Das Fleisch kommt da unten rein. Jetzt muss ich noch mal eben gucken. Ich wollte mir ja noch die restliche Trollrüstung jetzt craften. Zumindest das, was geht. Zum einen mal einen Umhang, weil einen Umhang habe ich noch gar nicht. Dafür brauchen wir 10 Knochenfragmente. Die haben wir ja locker. Einmal und dann fehlen uns die Hosen. Auch die können wir herstellen. Perfekt. Dann haben wir jetzt alle Trolledersachen erstellt. So, die weg. Und dann ziehen wir einmal die Hosen an. Und wir ziehen den Umhang an. Und ab sofort müssten wir dann ja jetzt den Set-Bonus haben. Dass wir auch im Schleichen 25% schneller sind. Das fühlt sich jetzt allerdings nicht so an, muss ich sagen. Schleichen plus 25%. Naja, gut. Der Effekt ist eher überschaubar. alte Rüstung. Dann kann man nämlich die Lederhosen hier reinpacken. Behalten wir mal. Und bevor ich gleich das nächste Mal losgehe, möchte ich auf jeden Fall schauen, ob wir nicht noch anderes Werkzeug mitnehmen können. Von 5 können wir nämlich hier direkt nochmal eben wieder umwandeln. Bronze mal 5. Zack. So, dann sind wir schon wieder auf 7-mal Bronze, wunderbar. So, jetzt schauen wir uns hier nochmal eben um. Bronze Schwert, Speer. Deine Bronze Spitzhacke. Eine Bronze Spitzhacke. Ist eigentlich nicht so schwer. Aber wir brauchen dafür 10 Bronze. Da fehlt uns noch einen Moment. Flug haben wir. Achso, apropos Flug. Wir können mal gucken, was unser Feld hier macht. Ja, das sieht doch alles gut aus. Ich weiß jetzt nicht, ob man die in irgendeiner Form auch mal pflegen muss oder so, aber vielleicht ist drüber herlaufen nicht so die beste Idee. Aber ich lasse die einfach mal wachsen. So, da haben wir wieder was, da haben wir was. Ja, na, wir brauchen Minimum 6. Ja, ich würde sagen, obwohl wir haben ja schon ziemlich lange jetzt wieder aufgenommen, dass wir fast Ende für diese Folge machen. Bis zur nächsten gehe ich noch ein bisschen mehr farmen, noch ein bisschen was umwandeln. Dann bauen wir uns noch mal ein paar weitere Sachen und dann würde ich auch mal ganz gerne Richtung Wasser unterwegs sein. Also uns hier eine Kave bauen und dann zu schauen, wie das Ganze doch funktioniert. Also wir haben ja jetzt mittlerweile alles, vielleicht muss ich noch ein paar Bäume fällen gehen, aber das machen wir alles, ne?
ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.